Herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Europa Universalis. Ich bin euer Odo und ich habe mir jetzt angeschaut, warum wir letztens ein derartiges Fiasko erlebt haben mit unserem Friedensschluss. Und ich bin zu der Entscheidung gekommen, dass das wahrscheinlich daran liegt, dass wir mit dem Papstkrieg führen. Nachdem wir, wie ihr seht, hier von der katholischen Welt umgeben sind und der Papst immerhin der Chef von der katholischen Welt ist, nehme ich mal fest an, dass einer der Gründe, warum uns alle hassen, wenn wir den Papst so stark niedermachen, daran liegt, dass wir den Papst eben niedermachen. Das ist natürlich doof. Ich habe mir jetzt ein wenig die Gegend angeschaut und habe mir gedacht, vielleicht kann ich den Papst vassalisieren. Das geht aber nicht, weil er noch zu groß ist. Er besitzt noch zu viele Ländereien, damit ich einen Vasallen aus ihm machen kann. Und vor allem, also in Wirklichkeit, geht es hauptsächlich um Avignon. Avignon hat er zu viel. Und Avignon ist auch grundsätzlich mal ein Problem. Ich will auch gar nicht, dass der Papst ein Vasall von mir wird, solange er Avignon besitzt. Und zwar deswegen, weil dann hat nämlich Frankreich ständig Gründe, mich anzugreifen. Deswegen ist mein Plan jetzt folgender. Ich werde versuchen, Avignon als eigenen Staat loszureißen vom Papst. Also wenn wir, wenn wir da reingehen beim Papst, können wir bei Sue for Peace gehen. Das eine, was wir machen werden, ist, wir werden Urbino, also diesen Staat hier, nicht versuchen zu erobern, sondern als Vasallen zu kriegen. Wobei, ich werde mir mal anschauen, wie das ist, wenn ich versuche, das zu erobern, ob das auch so viel Aggressive Expansion macht. Ja, das macht ziemlich viel Aggressive Expansion, aber nur in der Umgebung mit Venedig, Florenz, Mantua, Genua, Savoyen. Es kann natürlich sein, ich habe keine Ahnung, ab wann sie anfangen. Achso, nein, mit 143 Ländern. Puh, nein, wir wollen das nicht so erobern. Es kann natürlich sein, wenn wir sie als Vasallen nehmen, dann passt das. Dann haben wir das Gebiet quasi in das ins Reich eingegliedert. Die Wahrscheinlichkeit, dass Urbino vom Papst integriert wird, ist praktisch null. Wir haben weiter die Kriegsgründe gegen den Papst, weil wir ja ein Anrecht auf diese zwei Gebiete haben. Und vielleicht könnten wir, vielleicht macht ja Urbino sogar einen Kriegsgrund, um ein Gebiet vom Papst zu kriegen. Ja, also mit Urbino auf jeden Fall auf unserer Seite hätten wir den Vorteil, dass das Papstgebiet kleiner ist. Und wir wollen Release Nation, wir wollen Avignon befreien. Das geht zurzeit nicht, weil da ist ein Fort und wir können das nur befreien, wenn wir das Fort erobern. Aber wenn wir das haben, dann würde das bedeuten, dass wir nur Aggressive Expansion gegen Venedig kriegen. Und Venedig ist mir wurscht, weil gegen die haben wir derzeit einen Waffenstillstand. Oder Truce, nein. Was heißt Truce? Nicht Waffenstillstand. Waffenruhe? Ja, weiß nicht. Ja, vielleicht die Waffenstillstand. Auf jeden Fall, die können sowieso in keine Koalition eintreten. Da werden nur gezeigt, welche überhaupt in der Lage sind, danach eine Koalition zu betreten. Venedig wäre eines davon. Verstehe. Also Venedig ist das Einzige, das das kann. Und wenn wir Urbino nehmen, sind noch Florenz, Mailand und die ganzen Typen. Gut, dann werden wir... Das kostet zwar mehr Diplomatiepunkte. Ja. Gebiet vom Papst zu nehmen, also wenn wir hergehen würden und sagen würden, okay, wir würden gern Romagna erobern,
Das würde dazu führen, dass uns alle hassen und alle in die Koalition einsteigen würden. Ich nehme mal an, wenn man 50 erreicht bei der Aggressive Expansion, dann starten die Leute in die Koalition. Ich meine, Frankreich ist nur knapp dran. Und mit dem 1. Jänner sinkt das auch wieder und sie würden dann auch wieder aus der Koalition rausgehen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist durchaus gegeben, dass bis zum Ende des Jahres dann irgendjemand sich entschließen würde, aus der Koalition uns anzugreifen. Das heißt, das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Wir werden also Romagna nicht erobern. Wir werden versuchen, Urbino zu vassalisieren und wir werden versuchen, Avignon zu releasen, außerdem so viel Geld wie möglich, weil Geld ist wichtig. Und was mir persönlich auch noch wichtig ist, ach so, das ist ein Military Access, das ist mir eigentlich wurscht sogar. Military Access können sie ruhig haben. Allianzen sind interessant. Die Schweiz hat eine Allianz, Savoyen hat eine Allianz, aber die sind mir eigentlich egal. Mit dem Papst, gegen die führe ich gerne noch einmal Krieg, wenn es sein muss. Ferrara hat eine Allianz, vielleicht die Schweiz. Die Allianz mit der Schweiz, dass sie lösen. Mit denen muss ich nicht unbedingt Krieg führen. Und damit wir auf 100% kommen, vielleicht noch End Rivalry. Das bringt nämlich einen Haufen Prestige, wobei. Weiß ich nicht, ob das notwendig ist. Schauen wir mal. Das überlegen wir uns, sobald wir Avignon haben. Bis dahin müssen wir eh noch ein bisschen arbeiten. Diese 12.000 Maxlern, habe ich mal gedacht, schicken wir nach Avignon, um dort klar Schiff zu machen. Haben wir da einen Siege Leader? Ja, Siege 2, das ist perfekt. Und diese 16.000 Leute, weil die eh nichts Besseres zu tun haben, werden sich jetzt um die Belagerung von Wien kümmern, weil das geht gar nicht, dass dort irgendwelche Truppen rumstehen und uns blöd angehen. Okay. Das gesagt, so machen wir es. Ach so, nein, warte mal, was ist das? Unlawful Territory. Warte, 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 warte. Was haben die leicht erobert? Die haben was erobert. Die haben Siena erobert. Kann ich das von denen ja verlangen? Demand unlawful territory. Die würden das nicht hergeben. Finde ich das gut oder schlecht? Ich will auf jeden Fall möglichst viele verschiedene Fürstentümer haben. Will ich mit Florenz Krieg führen? Wenn ich mich mit Florenz Krieg führen will, dann wäre das okay. Aber nachdem Florenz. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Was wollte ich? Das wollte ich. Nachdem Florenz sowieso im Heiligen Römischen Reich ist, ist es okay. Diese Gebiete müssen wir halt noch irgendwie reinkriegen. Wie schon gesagt, wenn wir den Papst zum Vasallen machen im nächsten Krieg, haben wir da alles drinnen. Wir müssten dann noch einen Krieg mit Venedig führen um Friaul, den Papst, und dann hätten wir abgewendet, dass die blöden Italiener sich absandeln. Okay. Ja, das war also wurscht. Das ist mir auch egal. Was ist das? Ah, wir können Treviso und Welschbern zu österreichischen Korps machen. Das machen wir doch glatt. Können wir die jetzt auch zum Holy Roman Empire dazugeben? Ja, können wir. Machen wir auch glatt. Es gehört alles zum Holy Roman Empire und wir können alle. Es gehört alles zu uns. Was ist das für ein Spanakel? Der Barke. Ah, die sind versteckt, weil da diese depperten Schiffe vom Papst und von Urbino rumrennen.
Na gut, machen wir weiter. Wir geben das Geld noch nicht aus. Das brauchen wir vielleicht noch für irgendwas anderes. Da eigentlich? Irgendwas bauen wir da in Kirche, genau. Ah, das finde ich aber nett, dass Urbino da seine Leute abzieht. Feiglinge. So, schauen wir mal. Das sollte doch gemacht sein. So, können wir ja gar nicht machen. Sollte doch gemacht sein, dass wir das nicht erobern können. Wir sind in Avignon. Wir belagern mit einem Level 2 Siege Leader. Minus 2 durchs Vorlevel. Passt. Alles gut. So, wo sind die hin mit ihren blödsinnigen Truppen? Kommt zurück, ihr Feiglinge. So, naja, wenn wir nichts Besseres zu tun haben, holen wir uns und gehen mal zurück. Möglicherweise sind die auf dem Weg da nach Süden, aber dort werden wir sie auch einholen im Endeffekt mit unseren Truppen. Mit unserem wundervollen Ulrich von Laudon. Was für ein Held. Während wir in der Zwischenzeit hier in Avignon alles klar machen. Hey, Supply Shortage. Finde ich gut. Was? Ah, vielleicht sollte ich auf sowas auch schauen. Was? We have gained the government form. War, Casus Belli against Milan. Was heißt das? Ah, vielleicht sollten wir auch unsere Dings besser einsetzen. May not declare war upon a country which have an alliance. Okay, gut. Was ist das für ein Casus Belli. Milan of Warning, Ferrara. Verstehe ich nicht ganz, was ich mit dem machen kann. Sehe ich hier jetzt nicht. Okay, wir sollten auf unsere Rebellen auch schauen, ab und an mal. Gut. Die wird das jetzt so oder so erobern, also so gesehen passt das schon. Die werden außerdem nach Treviso weitergehen und in Treviso haben sie einen Nachteil gegen uns, weil sie die Angreifer sind. Okay, was sind die päpstlichen Truppen? Auch immer die da herumrennen und warum sie das immer tun. Ich hoffe, oh, wir können irgendeine Mission erfüllen. Und zwar, welche wäre das? Secure Electors, das ist mir sehr recht. Hier die Prestige plus 1. Diplomatic Reputation plus 1. Zwar nur für 15 Jahre, aber was soll's. Wir schalten vor allem das frei. All provinces in Bohemia area. Ha.
Finde ich gut. Ist okay. Das war eher eine sehr schwierige Aufgabe, finde ich. Meiner Meinung nach so, was machen die? Wo gehen die hin? Nach Lorraine? Vielleicht sollten wir sie dort einfach angreifen. Feigling. Komm nur her. Der ist jetzt gerade drauf gekommen, dass ich da bin. Gehst du weiter nach Breisgau? So, naja, dann. Gehen wir mit dir mal weiter nach Tirol. Die greifen da unten an. So, wie schaut es mit dem Ding aus? In Avignon sind minus 7%. Gibt es aber Gas da? Ah, 0%. Werden versuchen da unten. Sehr gut, die gehen daher. Dann kümmerst du dich mal um die hier und dann um die Urbino-Leute. Eigentlich will ich mich gar nicht um die Urbino-Leute kümmern. Weil die wären ja nachher sowieso meine Verbündeten nach diesem Krieg. Das heißt, ich hoffe einfach, dass dass Avignon schneller fällt. Umdrehen? Ah, okay. Ja. Wir sind ja schon da, wir sollten uns das anschauen, bevor wir da irgendwo hingehen. Können wir diese Typen bitte schneller erledigen? Das tut ja urweh. Die haben mehr gekostet als der Papst mit seinen Truppen. Verdammte Rebellen. So, was ist mit euch? Könnt ihr da runter direkt gehen? Können wir da durchgehen? Wie schon gesagt, die Urbino-Leute wollen wir eigentlich nicht angreifen. 7%ige Chance und da haben wir minus 7%. In Wirklichkeit müsste das da schnell fallen. Water Shortage. Hey, wo geht's denn hier hin? Ah. Angst vor meinen Truppen. So ist das. So ist das. Finde ich lustig. Okay, ich hätte auch Angst vor meinen Truppen. Greift sie mich jetzt an? Echt jetzt? Ja gut, wenn ihr mich angreift, soll es mich angreifen, aber seid gewarnt. Wir sind ein bisschen mehr als ihr. Und der Papst ist nicht so nah. Der wird da nicht rechtzeitig kommen. Du Schwammerl! Der greift mich echt an. Gain General of 100 Tradition. Das muss ein guter General dann sein. Den will ich. So, schauen wir mal. Was kann denn der? Nein, das ist ein Admiral. Echt jetzt? Das war's. Bruno Ketterer. Mehr habt ihr nicht zu bieten. Der ist ja urmodig. Ist wirklich der, den wir gekriegt haben? Wahrscheinlich. 133 habe ich vorhin nicht gehabt. Naja, mit 100 Tradition ist es jetzt nicht so großartig. Warum um alles in der Welt habt ihr mich angegriffen, ihr Idioten? Ich wollte gar nicht mit euch kämpfen.
denn der Papst mit seinen Truppen hingelaufen? Was weiß ich. Ist mir eigentlich egal, und also. Der rennt die ganze Zeit irgendwie im Kreis rum, wie so ein aufgeschnittenes Händel. Ha, sehr gut. Aber ihn hätten wir. Immer zurück. Zum Plündern gibt es da hinten eh nichts mehr. Ah, ich habe noch immer nicht diesen Typen eingesetzt. Ich bin so dumm. Das ist einer der Dinge, also nicht Urbino, die wirklich bescheuert sind. So, jetzt wird er das machen. Ich frage mich gerade. 91%. Wenn ich das nicht mache. Ah, 105%. Verstehe. Das heißt, wir können nur dann vassalisieren, wenn er nicht Avignon besitzt. Oder wenn wir ihm jetzt noch irgendwelche Ländereien wegnehmen würden. Aber ich finde das eigentlich eine sehr gute Sache mit dem Avignon. So, jetzt haben wir 70%. Wir könnten rein theoretisch. Ah ja, genau, die Schweizer Allianz will ich, dass er aufhebt. Gegen die will ich nicht wirklich Krieg führen. Savoyen habe ich kein Problem damit. Ferrari eigentlich auch nicht. Das sind kurze und schöne Dinge, wo man viel Geld verdienen kann. Gibt er mir das auch noch? Oder Transfer Trade Power. Das ginge auch. Aber brauche ich das überhaupt? Weil der Papst ist in Venedig und in Genua und ich sammle in Wien und das ist alles downstream von mir. Also meine Händler versuchen zu verhindern, dass es dorthin kommt. Nachdem ich dort nicht sammle, bringt mir das Divert Trade Power überhaupt nichts. Das heißt, wir werden Rivalität mit Provence, Ungarn oder Milan. Milan ist ja wurscht. Das bringt am meisten Dings, das bringt am meisten Prestige und unser Prestige ist zurzeit relativ niedrig wegen dem schlechten General. Ausgezeichnet. So. Hier. Jetzt muss so zurück. Hier. Und daher zurück. Ah, okay. Geht so zurück. Und dann im Endeffekt nach Wien. So. Was brauchen wir? Wir wollen 6, 7. Okay, wir wollen möglichst schnell, möglichst viele von diesen Reformen, glaube ich, durchsetzen. Wie machen wir das? Wie können wir das durchsetzen? Wir brauchen, glaube ich, 50 Punkte brauchen wir. Brauchen wir 50 Punkte da? Bevor wir das machen können. There's not enough support. For the Diet. Schaut nicht so aus, als ob wir 50 Punkte bräuchten. Es sind sogar erstaunlich viele für dieses Gesetz. 25 gegen 32. Das heißt, was wir machen könnten rein theoretisch, ist die Gegner, wie zum Beispiel Lübeck, die nur mit minus 0,4 dagegen sind, einen Diplomaten schicken oder da Utrecht mit minus 0,1 und langsam aber sicher auf Linie zu bringen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir da 50 Punkte brauchen. Dafür. Wir haben 3 Elektoren, die uns wählen würden. Das heißt, das ist einmal gut. Wir haben eine hohe diplomatische Reputation derzeit, weil wir ja
den Auftrag erfüllt haben. Und wir brauchen in Wirklichkeit. Wie viel ist der Unterschied zwischen 32 und 25? Oh Gott, ich kann nicht mehr rechnen. 7. Das heißt, wir brauchen in Wirklichkeit nur 4 überzeugen, auf unsere Seite zu kommen. Die zwei fangen schon mal ganz gut an. Der geht auch sicher leicht. Ja, ich meine, wir können ja mal mit denen anfangen. So. Sind die eigentlich alle dafür oder dagegen? Wie ist das mit Trier, die man gerade. Müssten da unten eh nochmal stehen, oder? Aber in einer anderen Reihenfolge. Das ist urfies. Die sind dafür, dafür. Pfalz ist dagegen. Aber sind auch nur knapp dagegen. Also Pfalz werden wir versuchen mal glücklich zu machen in nächster Zeit. Gut, wir werden. Da schicken wir mal Improve Relations hin. In die Pfalz. Auch Improve Relations hinschicken. Wir brauchen mehr Diplomaten oder besser. So, dann. Wir haben too many diplomatic relations. Ah, weil wir Urbino jetzt als Vasallen haben. Das heißt, wir müssen uns irgendeines von den anderen Allianzen entledigen. Mailand zum Beispiel. Mailand ist so sinnlos. Als Vasall. Als. Die Dissolve this Alliance. So, außerdem, ah ja, genau, wir haben jetzt einen Vasallen, der uns zwar nicht mag, aber auch nicht Liberty Desire besitzt. So gesehen kann es uns wurscht sein, ob er uns nicht mag. Ist Urbino jetzt eigentlich auch Mitglied im HRE? Jetzt auch da drinnen. Irgendwie nicht. Was ich wissen will, ist Rain in Northern Italy. Was müssen wir da machen? Bla 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 bla. Or a vessel of the Emperor. Okay, nein, der muss nicht selbst im Empire sein. Hauptsache ist einer von meinen Vasallen. So, dann noch Welschbären zum Chor. Jetzt ist das alles Land von mir quasi. Wir machen das zum Teil des Heiligen Römischen Reiches, weil wir einfach so sind. Oh, wir haben dort gar keine Unrest mehr. Nicht gut. Ah, das liegt aber daran, dass da erst vor kurzem eine Rebellion war, nehme ich mal an. Oder? Nein, eigentlich nicht. Recent Uprising. Oh ja, minus 100. Ansonsten hätten wir dort schon Rebellions-Dings. So, hätten wir mal das. Wir haben jetzt einen Haufen Geld. Was machen wir mit dem Geld? Und wir haben Unlawful Territory in Florenz. Wir könnten natürlich Florenz zwingen, Siena wieder freizugeben. Stimmt Florenz für uns? Wer ist auf unserer Seite? Ist Florenz auf unserer Seite? Oder sind sie gegen uns? Florenz ist gegen uns. Gut, dann gehört ihnen einer auf den Deckel.
Dann verlangen wir das und dann kriegen wir nämlich einen, da kriegen wir nämlich einen Casus Belli gegen sie. Ist mir wurscht. Jetzt noch weniger als vorher. Warte mal, mit wem sind denn die verbündet? Mit Aragorn und mit Mailand? Und du glaubst wirklich, dass die mehr helfen als meine Verbündeten mir? Wahrscheinlich schon. Aragorn mag ich eh nicht. Mailand. Ich habe jetzt nichts gegen Mailand an und für sich. Aber was bringt mir das, Sena frei zu kaufen? Eigentlich nix. Ja, pfeift drauf. Lassen wir es ihnen. Es gibt sicher irgendwann mal später noch die Gelegenheit, ihnen eine auf den Deckel zu hauen. Die haben das sicher verdient dann. Später noch. So, warte mal. Ich wollte aber nur schauen. Wie ist denn das? Was haben die? Oh! Die haben ein Claim auf Arezzo. Vielleicht will ich ihn doch einen auf den Deckel hauen, damit mein Vasall ein bisschen Land kriegt. Okay, ich überlege mir das bis zum nächsten Mal, ob wir Florenz angreifen oder nicht. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, schlaft gut und träumt was Schönes.